Moin, moin, ihr Matrosen, herzlich willkommen zum zweiten Kapitel in Überlebenshandbuch The Long Dark vom Klabautermann. Heute geht es darum, nachdem wir letztes Mal uns Unterkunft und Schutzraum gesucht haben und erklärt haben, wie man den findet und warum er so hilfreich ist, geht es heute um Hunger und Durst. Wenn ich mir meinen Status anschaue, dann sehe ich unten links eingeblendet, mir ist zwar nicht mehr kalt, weil ich hier am warmen Kamin stehe, ich bin relativ müde, ich bin verdurstend. Das hat mich auch eben schon 1% meines Zustands gekostet, weil ich quasi zu lange nichts getrunken habe und ich bin ziemlich ausgehungert. Ich habe noch 322 Kalorien Reserve quasi in mir drin gespeichert. So, ich habe ja dieses Haus hier oder diesen Leuchtturm hier, habe ich in der letzten Folge schon leer geräumt. Da gebe ich jetzt mal einen Blick drauf werfen, was haben wir denn an Essen gefunden. Und vor allem an Trinken. Das heißt, ich werde mir zuerst jetzt hier mal Stacys Traubenlimo reinpfeifen. Nettes Detail am Rande. Die Stacy hat wohl relativ früh schon angefangen, The Long Dark zu spielen und hat sich immer gefreut, wenn sie Traubenlimo findet, weil sie die scheinbar gerne trinkt. Und das haben irgendwie die Entwickler von Hinterland Studios mitbekommen und haben sie sozusagen in dem Spiel verewigt als großen Fan von The Long Dark und von Traubenlimo, dass diese Traubenlimo jetzt Stacys Traubenlimo heißt. Ja, die wiegt 250 Gramm, also 0,25 Kilo, hat genauso viele Kilokalorien auch und wir werden sie jetzt trinken. Jetzt wandert hier unten, wandert meine Kalorienreserve um 250 hoch und mein Durst ist nicht mehr so groß. So, damit hätte ich jetzt aber, glaube ich, auch schon, na gut, auch hier habe ich noch eine Traubenlimo, aber davon werde ich nicht sitt. Ich werde vielleicht satt, aber nicht sitt. Also der Durst wird bleiben. Dafür habe ich hier dieses schicke Feuer angemacht. Also zum einen kann ich da jetzt hoffentlich mal ein bisschen mehr Brennstoff hinzufügen. In jedem Feuer, wenn ich draufklicke, habe ich hier oben drei Auswahlmenüs. Das eine ist Brennstoff, den ich hinzufügen kann. Oder hier könnte ich auch einen Fackelstock nehmen, so wie ich das in der letzten Folge gemacht habe. Dann kann ich Nahrungsmittel, die man kochen kann, kochen. Die werden mir dann hier angezeigt. Ich mache das gerade mal. Bevor ich so eine Dose koche, muss ich die allerdings öffnen. Und ich habe im Moment nur die Wahl, sie aufzuschlagen, weil ich habe weder einen Dosenöffner noch ein Messer bis jetzt. Das heißt, ich öffne sie dadurch, dass ich sie aufschlage. Dabei geht ein bisschen was von dem Essen verloren. Da unten steht 13% verloren. Und jetzt kocht er sie gerade. Und in Folge habe ich in meinem Inventar frisches Schweinefleisch mit Bohnen heiß aufgeschlagen. 522 Kilokalorien sind übrig geblieben. Die werde ich mir jetzt mal reinpfeifen. So, und dann traue ich mich mal noch hier an diese frische Erdnussbutter ran. Die ist noch, wie im Namen schon zu sehen ist, ist sie frisch. Wohingegen dieser Energieriegel ist einfach nur ein Energieriegel mit 33% Zustand. Und die Dose Sardinen steht noch nicht schimmlig davor, aber manchmal steht hier auch schimmlig. Ja, das ist so eine Sache mit Lebensmitteln, die nicht mehr so ganz frisch sind. Also die beiden würde ich jetzt echt nur im Notfall essen, weil man sich da eine Lebensmittelvergiftung zuziehen kann. Die Erdnussbutter, die esse ich ohne Sorge und bin dann 900 Kilokalorien reicher. Genau, sie sagt, ich bin umgeben von Schnee und habe nichts zu trinken. Deswegen brennt dieses Feuer auch hier. Also wir haben zum einen, konnten wir damit die Dose heiß machen. Man sieht jetzt an meiner Zustandsanzeige, ganz oben bei Wärme sieht man so ein kleines Plus hinten dran, was blinkt. Das heißt, dass ich gerade was Warmes gegessen oder getrunken habe. Das gibt mir einen Bonus, wenn ich mich draußen im kalten Schnee oder im kalten Wetter draußen rumtreiben würde. Dass er dann sagen würde, naja, aber der hat ja gerade was Warmes gegessen, das wärmt sozusagen noch von innen. Mit dem Bonus kann ich jetzt hier ansonsten in den Innenräumen kann ich nichts anfangen. So, also wir haben hier die Möglichkeit,
etwas zu brennen, dazu hinzuzufügen. Hier hätten wir die Möglichkeit, etwas zu kochen. Wir haben nur im Moment nichts, was man kochen kann. Und das dritte Menü ist das Menü zum Schneeschmelzen. Und ich sage mal, ich schmelze 1 Liter Schnee. Jetzt muss ich hier drüben die Zeit, die das Feuer noch brennt, im Blick behalten. Also wir haben jetzt noch 1 Stunde. War also mit dem Liter, war okay, können wir nochmal 1 Liter schmelzen. So, und jetzt sind wir bei 45 Minuten, 43 Minuten. Jetzt würde ich etwas Kohle nachlegen und mir nochmal 1 Stunde Brenndauer erarbeiten. Jetzt sind wir hier wieder bei 1 Stunde 41. Und gerade bei Kohle steigt die Temperatur, die das Ganze an Heizleistung nimmt, steigt enorm an. Jetzt habe ich hier also nicht trinkbares Wasser 2 Liter, trinkbares Wasser 1 Liter. Damit ich dieses Wasser trinken kann, muss ich es entweder kochen oder mit Reinigungstabletten reinigen. Machen wir mal jeweils mit einem. Also ich koche mal 1 Liter. Und dann reinige ich 1 Liter. Da hört man, wie die Tablette in die Wasserflasche reingefallen ist und ich sie dann geschüttelt habe. Neben dem Unterschied des Geräuschs macht es auch noch einen Unterschied, dass man weniger Zeit braucht, um ein nicht trinkbares Wasser in trinkbares Wasser zu verwandeln, wenn man das mit dieser Tablette macht. Aber man braucht halt vor allem auch die Tabletten. Die sind hier im Erste-Hilfe-Teil. Also ich habe noch 3 Wasserreinigungstabletten. Wenn die aufgebraucht sind, dann kann ich das Wasser nur reinigen, indem ich es abkoche. Ja, das waren dann im Wesentlichen auch schon die Funktionen dieses Feuers. Also draufklicken, entscheiden, ob ich was nachlegen will, ob ich was kochen will oder ob ich mich um Wasseraufbereitung kümmern will. Und hier kann ich mir einen Fackelstab noch nehmen. Der gibt mir Licht und manchmal auch Schutz vor Wölfen, wenn ich ihn so vor mir her schwenke. Ach, da habe ich ein bisschen Stoff vergessen. Ja, was es jetzt noch zu sehen gibt, ist, dass unten links 99% nur noch stehen. Das ist wieder, weil ich jetzt so lange nichts getrunken habe. Ich werde jetzt, bevor ich ins Bett gehe, werde ich noch ein paar dieser Cracker essen. Die reduzieren meinen Durst meistens noch weiter. Wie vieles Essen. Das heißt, es lohnt sich immer, wenn man Wasser sparen will, zuerst zu essen und dann zu trinken. Und jetzt gehe ich auf Trinken. Jetzt wird sozusagen auch der Durst, den ich habe, ausgeglichen. Ich sehe jetzt unten, dass ich fast ganz satt und ziemlich gestillten Durst habe, aber ziemlich ausgelaugt bin. Ich gehe jetzt mal eigentlich bei 3 Stunden Tageslicht. Ich gehe mal zur Demonstration 3 Stunden schlafen. Dann wird sich dieser Zustand hier wird sich verbessert haben, weil ich nicht durstig bin, weil ich satt bin und schlafe. Dann erhöht sich der Zustand wieder auf die 100%. Und ich werde mitten in der Nacht aufwachen. Aber was ich mit diesem Aufwachen mitten in der Nacht dann so anstelle, ich habe den ausgebrannten Ast noch in der Hand. Ich muss dort irgendeine Möglichkeit haben. Genau, ich habe doch eine Laterne gefunden. Für die Laterne brauche ich kein Streichholz, um sie anzuzünden. Und ich habe den Vorteil, ich kann sie irgendwo hinstellen. Ich kann mit dem Rechtsklick sagen, stell sie da ins Regal. Dann kann ich mich quasi auch hier bewegen. Und kann mit dem Linksklick dann wieder sagen, ich nehme sie, dann nehme ich die Laterne mit. Und bewege mich mit dem Licht sozusagen durchs Gebäude. Ja, dann jetzt aber erstmal wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich freue mich, wenn euch diese Form von Videotutorial gefällt. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wenn ihr dieses Video teilt. Soweit erstmal. Schöne Grüße vom Klappautermann. Macht's gut.